Schönen guten Morgen, liebe Freunde von Deutschland, Österreich, Schweiz und andere Länder, die sprechen Deutsch. Wie Sie wissen, ich besuche Peru, meine Heimat, jedes Jahr, wenn möglich. Und jedes Mal, dass ich gehe, ich versuche so viel wie möglich zu helfen, die Leute da, weil ich denke, jedes Mal, dass ich gehe, ich nehme wahr, dass in der Situation, wo ich bin, es geht mir richtig gut im Vergleich mit den Leuten, die in Peru sind. Heute werden wir sprechen über eine sehr bekannte Insel in Titicacasee. 8.000 und 350.000 Kilometer, Quadratkilometer See mit 200 Meter Tief, der heilige See von den Inkas. Wo es gibt viele Inseln und eine von denen ist die Insel Amantani. Liebe Leute, willkommen in Ayu Wiracocha Deutsch, in diese Kapitel, die Insel Amantani und die Geschichte von Wilbur und sein Kind. Liebe Leute, willkommen in der Ayu Wiracocha.
Hallo liebe Leute, danke für euer Dasein. Wie gesagt, wir werden heute sprechen über die Insel Amantani. Und zu Beginn ist, dass Sie wissen, Titicacasee ist der heilige See von vielen Kulturen und von einer sehr bekannten Kultur, die würde ich sagen, ist die Spitze von den Eisberg, die Inkas. Viele Opfergaben wurden gegeben in Titicacasee. Wir werden sprechen irgendwann über Titicacasee. Titicacasee, kurz, ist ganz komisch, seine Na der Name, weil Titicaca ist eine Aymara-Sprache und Titi heißt Katze. Und Jaja heißt Stein. Die Wissenschaftler haben sich gewundert, irgendwann, wenn sie hatten Satellitenfotos von Titicacasee. Und wenn sie sehen diese Fotos, sie werden sehen, dass tatsächlich Titicacasee sieht aus, wie es wäre eine Puma, die springt auf ein Kaninchen. Wie haben die alten Kulturen gewusst, das war es einfach ein Zufall. Sie haben genannt Titicacasee nur Titicaca, nur weil sie wollten. Niemand weiß. Titicacasee ist sehr interessant, weil es liegt auch in Peru. Peru ist eine mega divers Land mit mehr als 1850 Arten Vögel. Kartoffeln haben wir mehr als 3500 Sorten. Und jetzt mein Kommen zu Amantani. Jeder, die kommt nach Titicaca, nach Puno, das ist die Hauptstadt, die liegt ganz, ganz nah in Titicacasee, also ist da. Die kommen da, müssen gehen sowieso zur Amantani-Insel. Amantani-Insel ist eine von den größten Insel in Peru, weil die andere Teil hat Bolivien. Die mit Taquile hat indigenische Leute. In Taquile und Amantani wird gesprochen Quechua, das ist die Sprache von den Inkas. Quechua, sogenannt Runasimi, das heißt die Sprache von dem Mensch. Runa ist Mensch, Simi ist Sprache. Und interessant auch ist, die Leute in Imantani leben autark. Meistens. Und die haben auch eine sehr merkwürdige Art zu spielen, Panflöte. Es gibt viele, viele von euch, die kennen Panflöten. Panflöten sind diese. Ich werde einen Moment zeigen. Es gibt über die ganze Welt viele verschiedene Panflöten und diese Panflöten sind die Art, wie wir spielen. Wir spielen eine Kommunikationsmusik. Das heißt, einen nimmt die mit sieben Rohren und der andere nimmt sechs. Und wir spielen ein Gespräch. Es gibt viele verschiedene. Es gibt diese, die heißen die Tabla Sikus. Und Amantani und Taquile sind sehr, sehr merkwürdig, weil sie haben seine eigene Art von Tonleiter in jede Sikus und die spielen in Gruppen, was wir nennen eine Tropa oder ein Sikuri. Sikuri ist benannt zu der Gruppe von Leuten, die spielen diese Panflöten, die werden in Sikus und dass jeder Teil ein Stück von den Panflöten hat. Das heißt, du kannst nicht alleine spielen die Melodie, weil du brauchst eine zweite Person. Es heißt, hör mich und antworte mich. Ich erzähle dir. Und zwischen zwei Personen ergibt sich Musik, ergibt sich Rhythmus, Takt, Gleichgewicht, der Yin und Yang. Das ist das Interessante von Amantani. Leider, die Musik wird nicht so oft gespielt.
Und jetzt, was ich will euch erzählen ist, ich bin gekommen immer wieder da und geschaut Probleme in Amantani und auch in Titicacasee. Ich war Beamter und als Beamter ich hatte die Naturschutzgebiet Titicaca. Ich war verantwortlich und deswegen bin ich immer wieder da gekommen. Es gibt viele Probleme, eine von denen ist Pollution im Wasser. Die nächste Problem ist, wenn Sie gehen Richtung Amantani, werden Sie finden eine Population von Leuten, die leben in diesen schwebenden Inseln, die heißen Uros. Muss ich leider sagen, diese Leute sind nicht die richtigen Uros. Die wollen nur Geld, die töten Vögel, die machen kaputt die ganze Reserve, die ganze Naturschutzgebiet. Und leider der Regierung oder die Regierung macht gar nichts. Nach 2 Stunden in ein Boot werden wir erreichen Amantani, eine praktisch Rundinsel, 9,5 Kilometer groß und hat jetzt aktuell 800 Familien ungefähr geteilt in 10 Kommunitäten, 10 Punkte. Problem ist folgendes, jedes Mal kommt ein Tourist, er bezahlt ungefähr 12 Euro pro Person zu übernachten und zu essen und frühstücken bei einer Familie, die wird nehmen diese Tourist oder Touristen und die kriegen 10 Euro. Warum sage ich das Problem? Ist weil wegen dass es gibt so viele Familien, jede Person, die hat ein Haus, wo sie könnten halten ein Tourist, kriegt Touristen einmal jede 4 Monate ungefähr. Das heißt, sie kriegen für, sagen wir so, diese Familie kriegt höchstens 4 Touristen, das sind 40 Euro mal 3, 120 Euro pro Jahr. Muss ich leider sagen, auch die Leute, da gibt es keine Arbeit drin in den Inseln. Die Insel hat kein Licht. Manche Familien haben ein Solarpanel und die leben autark und fast vegetarisch. Da gibt es keine Zucht von Meerschweinchen oder Hähnchen. Manchmal gehen sie fischen. Das ist die höchste, was sie essen. Kleine Fische, die sind die einheimische Fische. Kleine Fische, die werden heutzutage fast kaum gefunden, weil leider in Titicacasee wurde gesetzt Forellen. Und das Problem ist, dass ja, wir möchten etwas helfen. Und jetzt die Sache ist, warum spreche ich über Titicacasee? Weil jedes Mal, dass ich komme, ich kriege eine neue Familie. Dieses Mal kriegte ich einen Herrn und ich bin gekommen mit Sachen für Kindern. Und dieser Herr heißt Wilber und ihre Frau. Der ist jung, der ist nicht mehr als 30 Jahre alt, die Frau ist 25. Er hat keine Arbeit, er versucht zu arbeiten sehr viel, aber es ist ein bisschen hart, in Puno zu finden Arbeit für einen Mann, der nicht gelernt hat in dieser Insel. Der Insel hat eine Schule, manche Kinder müssen laufen mehr als 1 Stunde zu erreichen der Schule. Auch muss ich sagen, es gibt nur einen kleinen Raum, wo es gibt eine Krankenschwester, die nicht ein Arzt ist und die leider nicht eine gute Diagnose macht. Wenn jemand hat etwas, bevor sie gehen in England, sie gehen da und die Krankenschwester sagt etwas. Das Problem ist folgendes. Ich kam zu Wilber, war sehr nett, sehr lieb, hat uns geholfen, hat uns sich gekümmert an uns. Wir kriegen ein schönes Bett, eine schöne Schlafmöglichkeit. In Amantani ist nicht so heiß, Sie müssen nicht vergessen, Peru ist oder sollte sein ein tropisches Land, aber wegen die Anden, dann wird es kalt.
Wenn kommt die Sonne, sie werden richtig heiß, sie brauchen fast keine Pulli. Aber wenn sie gehen in den Schatten, sie werden frieren. Ab Mai bis August, es sind die kältere Zeit. Trotzdem das der Sätitikaka ist speichert diese Energie von der Sonne und bringt es zurück rumherum, wo er ist. Und trotzdem, dass es ist kalt, die Kinder werden erkältet oft. Die brauchen ein bisschen mehr gutes Essen, weil sie leben ab und zu von Kartoffeln, bisschen Quinoa, Habas und so weiter und so fort. Ich werde euch zeigen ein bisschen Fotos von das, was ich meine, dass sie könnten sich eine Gedanken machen, worüber ich spreche. Bevor wir gehen zu einem schönen Video, die ich vorbereitet habe für euch. Nur einen Moment bitte. Ich muss das wegtun. Ist ein bisschen problematisch, aber das meine ich mal mit diesen Sachen. Ich kümmere mich sehr viel an diese Leute. Ich versuche zu helfen, so viel ich kann. Und hier werden wir schauen, was ich meine. Und das ist der Anfang, wo die Urus sind, was ich gesagt habe. Leider, wie ich gesagt habe, auch die Urus machen kaputt die ganze Naturschutzgebiet. Wir haben mit denen gesprochen tausendes Mal und leider ohne Erfolg. Die machen, was sie wollen. Die bringen rein Schweinen, die machen kaputt diese ganze papyrusartige Pflanzen, die heißen Totoras. Die halten sich nicht an die Traditionen, dass ursprünglich die Urus hatten, weil Urus sind nicht mehr da. Das bin ich ein bisschen am Fotografieren, mich fotografieren. Und das sind die Leute von Urus. Da bin ich mit Kindern am Spielen. Und das ist der Richtung, wenn wir gehen nach der Mantani. Das sind 2 Stunden lang. Wir können sehen in Titicacasee eine Taucher, die sehr wichtig ist. Der ist endemisch. Das heißt, sie finden nirgendwo anders diese Taucher. Das ist der Taucher von Titicacasee. Da ist ein anderes Foto, ein bisschen besser. Und letztendlich kommen wir zu dieser Insel Amantani, wo sie haben 2 Gipfel. Einen ist, wo es gibt der Tempel Pachatata und die andere Gipfel steht den Tempel Pachamama. Pachatata ist quadratisch, Pachamama ist rund, Sie werden es sehen. Und da warten auf uns immer die Familie, die seine die dran sind, um zu empfangen die Touristen. Und da bekommt man eine Mutter von der Familie. Wir werden so gehören zu der Familie für einen Tag und eine Nacht. Und wir kriegen das. Das ist, was wir essen. Das ist gebratene Käse mit Kartoffeln, Tomaten, die werden gekauft bei denen. Gurke, Salz und eine schöne, leckere Suppe von Quinoa. Wie ich gesagt habe, Amantani produziert nicht Großartiges. Die machen, ja, die produzieren, ich werde euch zeigen, eine Sache ist das. Das heißt Habas und das ist wie eine Bohnen. Super lecker. Das kriegen Sie. Ich würde euch empfehlen, wenn Sie möchten, probieren. Aber Sie können es essen gekocht, Sie können es essen gebraten. Ist das Leckerste, was es gibt. Es gibt Suppen, die mischen sich ein mit ein bisschen Chili und Käse, frisches Käse und Habas. Das ist. Sie haben es nicht probiert. Ich würde euch empfehlen. Die nächste Sache, ich kann euch zeigen, was produziert Peru und auch in Amantani, sind die Kartoffeln. Kartoffeln, wie Sie wissen, sind sehr bekannt in Peru. Wir haben große Sorte von Kartoffeln, von lila, schwarz, rot, gelb. Kartoffeln ist die schönste, was der
der Heimatdienst gegeben hat und die Mutter Erde. Die nächste Sache, die ich würde sagen, ist sehr, sehr gut und genannt Astronautenfutter, ist das, was Sie sehen hier, Quinoa. In Quechua es heißt die Chisaya Mama, heißt es die Mutter von alle Getreide. Und selbstverständlich, das ist es. Quinoa ist hochwertiges Futter, viel Proteinen, Vitaminen. Leider in Amatani wächst nicht so großartig, aber sie haben, und das Beste, sie haben die ursprüngliche Quinoa. Das heißt, sie kaufen von nirgendwo, die sammeln, sie haben selber, und das ist eine Tradition, die gegangen ist von Vater zu Sohn und so weiter und so fort. Die nächste, was sie haben, und das ist auch sehr lecker, ist diese Art Kartoffeln. Wir nennen es, oder wird genannt Oca, ist ein bisschen süß, super lecker. Es gibt Varietäten von Okas. Und letztendlich, es gibt noch eine Art Kartoffeln, die heißt Oyuco. Oyuco ist auch eine Art Kartoffeln, super lecker. Tut mir sehr leid, für mich ist alles lecker, aber wenn Sie probieren Oyuco, ja, da kann ich sagen, nur Sie werden nicht anders essen als Oyuco. Es gibt Varietäten Sachen zu genießen von dieser Insel. Aber wie gesagt, es gibt wenig Platz für jeden Mensch und die versuchen alles zu geben. Die haben hier, das sind die Orte, wo sie kultivieren. Die Männer machen das, na, per Hand. Da gibt es keine oder wenig Kühen und auch wenig Pferde. Das sind die Frauen, die sind, die warten auf uns, weil die ganzen Touristen gehen mit den Frauen. Und wenn wir sind bereit zu gehen zu Pachatata, die Frauen warten in den Burgerplatz und wir gehen hoch. 200 Meter hoch und ich sage euch, fast 4000 Meter hoch zu klettern, 200 mehr, ist nicht lustig. Diese Wege sind wirklich eine Quälerei für viele. Obwohl ich würde sagen, es ist super schön. Da hier ist Pachatata. Und das ist fast, wenn wir schon erreicht haben, Pachatata. Und von da oben können Sie sehen, die Illimani, der Yampo, das sind große Gottheiten von den ganzen Indigenen und von den Kulturen von Peru und Bolivien. Viele Spanier haben gesucht den Gold in Peru. Und viele haben gesucht eine große Stadt, die heißt Paititi. Weil sie haben nie mehr gesehen, sowas am Scheinen. Aber sie haben es nicht gewusst, dass den Gold war in uns. Die Problematik ist, dass die Männer oder die Familien haben nicht so viel Geld, um die Kinder zu besorgen mit alles, was sie brauchen. Und ja, ich traf Wilber, hat mir gesagt, er hat zwei Kinder. Einen war 4 Jahre alt und der andere war Beckham, 1,5 Jahre alt. Und er hat gesagt, die sind okay und ich habe mich gefreut, ich habe ihm gegeben Sachen. Und irgendwann kam ein bisschen komisch, weil ich habe nie gesehen den 4 Jahre alten Kind, sonst der 1,5. Und leider muss ich sagen, ich kam zu dem Punkt, dass die Frau mich gesagt hat, ein bisschen traurig, dass das 4 Jahre alte Kind war nicht mehr da. Ich wollte wissen, was ist passiert und sie haben mich gesagt, dass das Kind plötzlich hat angefangen zu übergeben und mit Kopfschmerzen und Durchfall. Und dann haben sie das Kind gebracht zu diesem Raum, wo es gibt diese Krankenschwester. Sie hat gesagt, es sind nicht großartige Probleme. Sie hat gegeben ein paar Tabletten. Eine Woche später war dem Kind nicht besser. Und haben sie versucht, den Kind zu bringen zu Inland in ein Krankenhaus. Leider, wenn wir sprechen über, sie haben versucht zu bringen, den Kind in ein Krankenhaus, heißt das, dass sie müssen laufen 1 Stunde lang. Zum Bringen, dem Kind
zu bringen den Kind in den Hafen, um von da zu bezahlen, ein Boot zu gehen zum Inland, in Puno. Es dauert 2 Stunden und wenn sie gehen in die andere Weg, die dauert 1 Stunde, kostet weniger, aber sind sie fast in nirgendwo. Dein Kind ist gestorben am Warten für die nächste Boot zu gehen am Hafen von Amantani. Das war nicht das einzige Problem oder das ist nicht das ein einzelnes Problem. Es gibt viele Probleme mit Frauen, die werden schwanger und die können nicht bezahlen den Notboot, die kostet mehr als 200 Euro, zu gehen sofort nach Puno oder zu die nähere Ort, weil es ist zu teuer und die andere Boot ist zu langsam. Immer wieder ist das gleiche Problem. Leider muss ich sagen, die Regierung von Peru kümmert sich nicht. Es gibt keine gescheite medizinische Versorgung in den Inseln. So auch, es gibt keine gute Schule für die Kinder. Das heißt, die Kinder lernen, aber lernen weniger als die Basics. Es fehlt Bücher, es fehlt Bleistifte, es fehlt alles Mögliche. Die Kinder sind nicht gut versorgt, die Kinder haben keine guten Klamotten, aber selbstverständlich, weil die Eltern verdienen nichts. In seinem Versuch zu verdienen, die stricken, die Frauen stricken und die machen schöne Sachen, Mützen, Taschen, Gürtel und sie wollen verkaufen. Leider, das Problem ist, dass viele Touristen merken, dass wenn sie sind in Puno zuerst, dass in Puno die Preise sind billiger. Oder dass sie können handeln mit in Puno, um einen billigeren Preis zu kriegen. Und die Leute von Amantani bleiben mit seiner Ware da in den Inseln, ohne zu verkaufen, großartiges. Ich habe versucht, etwas zu machen. Ich habe geschenkt. Wilbur, alles was ich konnte, ich bin in Kontakt mit ihm, weil er hatte mich jetzt Paten gemacht von seinem kleines Kind. Ist eine große Ehre. Ich habe es angenommen, diese Einladung, und ich werde fahren wieder nach Peru ab September, weil ich will mich kümmern, dass dieses Kind wächst gesund und dass er kriegt mindestens das Wichtigste, dass er konnte wachsen ohne Probleme. Das heißt Klamotten, das heißt vielleicht ich kann sammeln ein bisschen, dass ich kann Wilber geben eine Menge, dass er kann sich halten mit seiner Frau und Kind, ohne dass es fehlt mindestens Essen und Klamotten. Ich glaube, wenn sie haben mich geholfen und ich bin dankbar, sehr dankbar zu vielen von euch, die haben spendiert gebrauchte Klamotten und Geschenke und Spielzeuge, dass ich konnte die Kindern eine Freude bringen. Vielleicht dieses Mal, wenn ich gehe, werde ich nicht so viele Kindern ein Lächeln klauen oder bringen in Gesicht, aber mindestens eine Person und mein Kind, ich konnte ein bisschen helfen, dass er geht durch. Ich muss leider sagen, nochmal, dass die ganze touristische Agenturen bezahlen ein bisschen und dann sagen zu den Touristen, sie können bringen etwas Lebensmittel für die Familie, weil ich habe nicht so viel. Manche machen es, aber das ist nicht die Lösung. Es muss etwas gemacht werden, wo die Leute könnten haben eine Quelle von Energie, die könnten geben diese Leute ein bisschen mehr Entwicklung, ein bisschen mehr Möglichkeit, dass sie könnten leben, ohne dass es fehlt Essen, ohne dass es fehlt die Basics, dass sie werden gut ernährt und sich kleiden. Ich muss sagen, dass es ist auch komisch, die Deutsche Entwicklungsdienst und den Gesellschaft für Zusammenarbeit, deutsche Institutionen, die heute sind, GITS, haben vieles gemacht in Titicaca, aber die Inseln bleiben unberührt, von meiner Meinung. Damals in Peru, ich habe gearbeitet für beides. Ich würde gerne wieder helfen durch diese Institutionen, aber die Logik
da ist ein bisschen problematisch. Als ich mich angeboten habe, haben sie gesagt, dass ich muss mindestens 10 Jahre hier leben, dass ich konnte arbeiten in der Deutschen Entwicklungsdienst oder in den GITS. Meine Frage war einfach lustig und gesagt, was wollen Sie, dass ich meine Leute lerne? Schweinsbraten kochen. Naja, wir machen das Beste, Leute. Wir werden versuchen. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr eine Urlaub machen würdet und würdet gerne erleben, was heißt autark zu leben, ohne Internet, ohne Fernseher, ohne Strom, ohne warmes Wasser und zu essen, das, was diese Insel produziert, mit den Händen von diesen liebevollen Leuten. Ich würde euch einladen, jederzeit mit mir zu kommen nach Amantani und danach könnten wir gehen in Taquile. Da werden Sie wirklich erleben Friede in der Mitte von dem größten See, die höchste See von der Welt. Es ist Energie, es ist Friede, es ist Kraft. Und zu sehen den Himmel am Abend ist etwas, die Sie müssen es selber sehen. Liebe Leute, hier will ich euch bitten, wenn ihr könntet helfen, dass der Bäcker, mein Patenkind, mindestens gebrauchte Klamotten kriegen kann. Ich würde euch begrüßen und ich würde dankbar sein. Auch wenn Sie könnten helfen mit Spielzeuge, auch oder Schuhe, was es gibt. Gebraucht, sie brauchen nicht geben, neu. Beckham ist ein Baby, noch ein Jahr und halb. Aber ich denke, wir könnten mindestens ein Kind eine Freude bringen. Ich kann, muss ich leider sagen, wenn ich fliege, ich muss bezahlen für 2 Koffer. Und das ist schon 200 Euro. Und manchmal habe ich nicht so viel Geld. Ich mache mein Bestes. Werden wir schauen, wie machen wir das. Ich muss bezahlen für den Fahrer. Und wie die Tradition sagt, wir müssen bringen ein Yatiri, ein Schamane, die macht auch, also der Pfarrer macht die katholische Art und der Yatiri macht die traditionelle Art. Die braucht auch Bäcker. Und ich muss kaufen auch Gemüse und Sachen, dass die Taufe wirklich läuft, weil sie werden einladen Leute, wie es immer Tradition ist. Aber es muss sein für alle ein gutes Essen und vielleicht die Kinder könnten auch kriegen etwas. Ich werde mich bemühen. Und so Leute, ich habe euch gemacht ein schönes Video, dass Sie sehen, worüber ich spreche. Ich hoffe, es euch gefällt und ich werde hier sein, dass ich euch erzähle, was Sie sehen im Moment. Genießen Sie es, Leute. Das ist Amantani-Insel von oben. Es ist ein Drone, das wir haben. Es ist ein schöner Ort. Titicacasee ist auch sehr schön zu tauchen, aber für Professionelle. Muss ich leider sagen, die Leute wegen Ignoranz haben gepflanzt Eukalyptus. Eukalyptus ist ein Baum, der richtig kaputt macht die Erde und nicht geeignet ist für solche Orte. Wir haben eine andere Art von Baum, aber die Leute machen das nicht. Die Insel ist nicht so groß, wie Sie sehen. Sie haben ein Fußballfeld. Da hinten ist eine kleine Insel, wo es gibt viele Vögel. Und da in der Spitze ist Pachatata-Tempel. Das ist eine von den größten Spitzen, außer die andere, die heißt Pachamama. Wie ich gesagt habe, es gibt 10 Kommunitäten und die Touristen werden rotiert in jede Kommunität. Das heißt, dass die Leute kriegen da die Leute kriegen 3-mal oder höchstens 4-mal Touristen bei sich in der Wohnung oder in dem Haus. Und das heißt, das Verdienst in dem ganzen Jahr, was eine Person, eine Familie macht in Amantani, ist 120 Euro pro Jahr. Mit das können wir nichts kaufen. Ich glaube, dass jeder von uns hier in Lidl oder in Aldi in 2-mal, das wir kaufen, gibt aus mehr, als was sie verdienen pro Jahr. Das sind Boote, die gehen Richtung Taquile-Insel, ist eine andere Insel, die ist in der Nähe von Amantani.
wo die Männer stricken. Diese Boten sind schöne Boten, die dauern 20, 2 Stunden ein Weg nach Amantani. Die werden bringen ein Guide. Und da kommen ungefähr 20 Personen in diese Boot auf einmal. Diese kleine, die ist so wie ein kleines Boot, die bewegt sich. Das ist eine Blashuhn, das wir haben viele in den anderen Sees von Peru. Hey, mich gewundert, was das ist, aber ich kenne das, wenn diese Vögel werden erschrocken, die fangen an zu rennen, halbes in dem Wasser. Ne? Sie können sehen auch Möwen, die fliegen auch. Und hier wollte ich euch sehen, wie schön es aussieht. Wir sind ein bisschen 600 Meter hoch, von dem Wasser bis hoch. Und das ist der nächste Punkt, wo wir könnten gehen oder wo die Leute gehen können zu Richtung Puno, aber das sind dann in Auto 2 Stunden mit Auto nach Puno, wenn sie erreichen England. Ein bisschen kleiner machen, dass ich euch nicht so schlimm das Sicht mache. Und wie Sie sehen, hier ist Pachamama, hier und hier ist Pachatata. Das sind die zwei größten Gipfel, die gibt es in dieser Insel Amantani. Wir gehen immer wieder zu Pachatata. Viele Touristen können es nicht, weil wirklich. Es benötigt sehr viel Luft. Ich bin dankbar, dass ich noch fit bin. Dieses letztes Mal habe ich die Touristen auf den Pferd gebracht und gesagt, wir sehen uns oben. Du gehst im Pferd. Leider, ich habe mich überrascht, weil ich bin erst gekommen und die Leute nach 10 Minuten kamen erst mit den Pferden. Es ist nicht eine kurze Weg, es ist lang. Und der, die will kommen hoch, muss wirklich viel Coca-Tee trinken, viel Coca kauen, Coca-Blätter kauen, um zu erreichen in eine sehr ruhige Lauf der Pachatata-Spitze. Es ist wirklich nicht einfach. Selbstverständlich, es muss hier geben viele archäologische Sachen. Nun, ja, die Leute machen gar nichts da drin. Diese Insel wurde verkauft in der spanischen Zeit zu großen Menschen. Die hatten das für Agrikultur gründen, aber dann haben sie es verloren die Interesse langsam und haben sie es wieder verkauft zu den Menschen, zu den indigenischen Menschen, bis die ganze Insel gehört zu den Indigenen jetzt, die Leute von Amantani. Es hat gewachsen sehr viel, jetzt sind 800 Familien und da gibt es keine Polizei. Und diese Tempel, die Sie werden sehen, das sind seine heiligsten Orte. Niemand geht rein. Außer in den Festzeit. Dann nähern wir uns zu der Pachatata-Ort. Sie werden sehen. Und danach, wenn ich fange an zu sprechen, dann werde ich nicht mehr euch adressieren. Sie Der werden Ort, sehen, wo hier die ist. Leute haben sein Haus. Dieses Haus ist gemacht aus einer Mischung von Ton mit Heu, Steinen und so. Die Leute leben autark hier. Die pflanzen hier Kartoffeln, Mais,
Die Pflanzen hier etwas, die heißt Aber, es ist wie eine Bohnen, lecker. Ich bin fast nahezu ein kleines Kind. Sie werden sehen. Das ist die Kakase. Hier, aber die Leute leben autark, aber was es nicht schön ist, ist das Feld, Schule. Es fehlt Arzt. Meine Arbeit hier, sie arbeiten die Erde. Das ist, was sie machen jeden Tag. Die Männer machen das und die Frauen stricken. Sopa de quinoa ist das, was sie gekocht haben von uns. Das ist, was wir essen. Das ist nur vegetarisch. Me llamo Wilber. Wilber sagt, dass die haben Tiere, aber die mögen nicht die Tiere töten, weil die benutzen die Tiere wie die Schafe und anderen als Dünger, mehr nicht und für die Wolle, aber die mögen nicht töten. Okay? Y solamente crían los animales para el abono y de repente para la lana, más no. Sí, sí. Lana y su abono. Digamos de su lana lo helan, después protegen frazada de su lana. Die machen Decken für den Bett. Aber die essen keine. ¿Y por qué comienzan ustedes a no comer carne? ¿Desde cuándo? Porque desde todo el mundo. Hace tiempo. Seit lange, sie essen kein Fleisch. Sí. Hay mucha gente que le gusta eso. Sí. Mucho, sí. Mucho extranjero le gusta que la gente no coma carne, pero a mí me gusta, ¿no? Un poquito. Ah, ya. ¿Y colegios? No hay acá. Sí, hay un colegio, un solo, del otro lado. Entonces, no hay en Chile, von der anderen Seite, weit weg, y el profesor, uno nomás. No, algo de 10 cursos llevan. Entonces, de los 10 cursos, vienen 10 profesores. Sie nehmen 10 Kursen und kommen 10 Lehrer, pero es todos los días? Sí, lunes a viernes. Oh. Sí. ¿Y doctor hay? También hay una posta médica. Da gibt es einen medizinischen Ort, pero es bueno. Por ejemplo, si tu esposa tiene problemas de embarazo, ¿pueden ellos en cualquier momento ayudar? Sí, de su control, sí, pero cuando ya está algo grave, nos mandan a Puna en un hospital. Ahí nos mandan. Para salir de acá. Los problemas que tienen no hay en Ort, y cuando es muy complicado, los envían a Puna, y das es 2 horas o más en boat. ¿Y cuánto cuesta el bote para salir? Tenemos una lancha colectivo, pero con nuestra plata vamos al hospital. Digamos, de acá, nosotros vamos por Chifrón. Ya. Yeah. De acá hasta Chifrón colectivo está 5 soles. Sí, pero si tu esposa necesita rápido. Eso sí, tenemos que tomar una lancha expreso. ¿Y eso cuánto cuesta? Directo a Puno, está 300, 400 soles. 400 bis 500 soles, das ist ungefähr 200. 200 Euro, ein Boot, wenn es ist not. Sie müssen es mieten. Aber wenn nicht, wenn es ist ein bisschen so einfach, dann sie müssen nehmen ein Boot, die ist von dem Dorf, kostet 2 Euro die Fahrt. Aber in dem Fall, dass es gibt einen Unfall oder irgendwas, die ist kompliziert oder wird Komplikationen gegeben, dann müssen sie bezahlen selber den Boot. Usualmente no hay esa plata, ¿no? No, esa plata sale de nosotros. ¿Y de dónde, hermano? Por ejemplo, ustedes cuando me visiten acá, con eso nosotros vivimos aquí. Si leben, ven vía, tienen besujen, si leben, me dicen que. ¿Y cuánto de plata te dan a ti de lo que venimos nosotros? ¿Cuánto es? Digamos, por una persona nos está pagando 45 soles. Almuerzo, cena, desayuno. O sea, yo 45, y ella 45. Sí. Ok, für eine Person wird, y sabes que a nosotros nos piden 50. Ah, sí? Sí. Für eine Person wird verlangt 45 soles, das ist ungefähr 12, 13 Euro. Aber uns haben sie verlangt mehr, 5 soles mehr. Und die kriegen 45 soles pro Person. Pero eso no te alcanza para cuánto? No, como somos 10 comunidades, nos dan una rotación. Digamos, acá en la comunidad, por lo menos agarramos
A 6 a 8 personas. ¿Por mes? Sí. Si creen a otra comunidad, así es rotativa. Si ven en rotina, das heißt, die Menschen, die Touristen kommen nicht immer zu denen. Das heißt, sie kriegen in einem Monat 8 Personen, das sind 400 Soles, 120 Euro pro Monat kriegen sie, und das ist alles, was sie haben. Weil er arbeitet nicht, außer in dem Feld. Und die Frau nähtet. Das ist alles, was sie machen. Oye, hermano, pero con esa plata, ¿qué te alcanza? ¿Para comprar qué? Sí, eso, pero no hay otra oportunidad, ¿no? Y con tus hijos necesitan ropa, zapatos, wenn deine Kinder brauchen Schuhe und Klamotten, was machst du, ¿qué haces? Diga. Cuando tus hijos necesitan ropa, zapatos. Eso, pero como te dije que ella teje todas esas cosas, eso más... Los visitantes de oficina. Das ist total autark, was sie leben. Und gracias. Eso, das ist, was wir kriegen. Queso con su papa, sí. Queso mit Pap, mit Kartoffeln und Salat. Das ist, was wir kriegen. Gracias, muchas gracias. Eso es la comida de hoy. Entonces, das Essen von heute. Este se llama Muña. Muña. Sí. Die Frau nähtet und mit das, was sie macht, dann kriegt sie extra. El problema está en que eso es solamente cuando te compra el turista. Sí. Sí. También en los visitantes. ¿No lo pueden vender en Puno? No, no llevamos. Porque seguro te dan menos, ¿no? Te pagan menos. No sé eso, la verdad, pero no llevamos para vender. ¿No? No. Solo aquí cuando vienen los visitantes. Die verkaufen es hier nur, weil in Puno werden sie es verkaufen für weniger, ne? Was sie machen. Sie machen Decken, sie machen schöne Taschen, Chuspas, sie machen Chumpis, das ist Chuyos, und Chuyos ist die Mütze. Aber sie machen auch Chumpis, das ist eine Art, wie sagt man das, diese Gürtel, eine Gürtel, sehr schön gemacht. Die haben einen 8 Monate, el más chiquito tiene 8 meses, ¿no? Sí. Der kleinste ist 8 Monate, y el más grande? 4 años. 4 Jahre alt. Oh, shit, okay. Aber das ist für eine Mädchen. Señora, y sin problemas los niños vinieron, acá nacieron. Sí. ¿O se fuiste a Puno? De emergencia los manda a Puno siempre. Cuando no pueden el parto, ahí sí los manda a Puno. Wenn sie können, oder wenn sie haben Komplikationen in den Schwangerschaft, dann sie werden geschickt nach Puno. O sea, ustedes viven casi independiente. Todo lo que cocinan es lo que producen. Sí, sí, natural. Sie leben fast autark. Alles, was sie kochen hier, sie kriegen das von die Erde. Wow. ¿Y oyucos? Diga. ¿Oyucos también? Sí, sí. Su oyuco es rico. Sí, rico. ¿Cuánto tiempo ya están acá en Perú? Desde el 2. Wie lange sind wir in Peru, sagt er, seit der zweite. Es ist schön, ich fühle es sehr schön, weil du bist weit weg von dem ganzen Scheiße-System, aber das, was nicht schön ist, ist, dass die Kinder haben nichts mehr als das, was es gibt hier, und das ist wenig, ne? Außer, dass sie wollen nicht rauskommen von hier. Aber normalerweise ein Kind, ein Junge ist sehr neugierig, ne? Aber wir können leben autark hier, das ganze Leben, ne?
bonito se vive, pero ¿les gusta vivir así a ustedes? Sí. ¿Siempre? Desde nacimiento, que vivimos de acá, entonces ya estamos acostumbrados. Sí, sí, en geboren so, und sie mögen es leben so. Pero algún momento tus hijos van a querer más, ¿no? Sí, eso sí, si quieren estudiar algo así, claro, ya... ¿Cómo es? Tendremos que llevarlo a Puno, a acá. Esa es la cosa. Sí. ¿Tomate crece qué bien, así? No, eso más bien compramos del mercado. Porque a vez en cuando vienen los días miércoles, como hoy día, compramos. Acá lo que produce es oca, papa, maíz, habas, quinoa, olluco. ¿Sí producen coca? ¿Coca? Coca no. No. Kartoffeln, maíz, ¿qué más? Oyuco y San Leandre Art con kartoffeln, ¿qué más? Habas y San Nebone Art. Pues papa. Kartoffeln, ¿qué dices? Quinoa. Quinoa. Vive del filay, kaufen quinoa, fonim, valdas y ur alte quinoa. ¿Dónde compras semillas de la quinoa? De la quinoa? No, no, tienen? Nosotros tenemos. Sí, haben alte quinoa stam hier. Das ist das gute Sache. Das will ich sagen, wir kaufen es, weil das hat einen anderen Geschmack als Quinoa, das kommt von Puno. Hola. Señora María. Bienvenido, amigo. Bienvenido, qué gusto. Ah, qué gusto, imagínate. Arilanchu. ¿Tu hermana? Sí. ¿La hermana de, cómo te llamas? Vilma. Vilma. Ah, qué bonito. ¿Y tú tejes también, Vilma? Sí. Sí, yo me dedico a hacer artesanías. Qué bonito, a ver si después me enseñas. ¿Quién es la persona que tiene a la niña de 3 años? ¿Dónde le dices eso? Adiós, necesito una niña de 3 años, urgente. ¿Sí? Ya, ella va a traer. Sí. ¿Con su mamá? ¿Con su mamá? Mamá estaba. Y el tomate debe ser caro, ¿no? Kilo está a 6 soles. 6 soles, faz suay hoyo en kilo tomate. ¿Zanahoria crece aquí? Sí, ya casi crece. Acá unos 3-4 familias hacen crecer en día de compras. ¿Y tú no puedes? Sí, recién voy a comprar al este. Yo me olvidé de traer, traje unas semillas de una bonita calabaza para comer, ya. Pero no sé si es que crezca. Calabaza es como, más o menos como... Zapallo. Ah, zapallo, ¿no? Sí. ¿Crees acá? No creo. ¿No? ¿Por qué? Porque acá es mucho frío. Sí. Me tengo nichtas hier, ich habe gebracht, die Samen von Hokkaido. Und ich habe ihn gefragt, ob er denkt, dass hier diese Kürbis konnte wachsen. Und er sagt, das ist zu kalt. Zu kalt. Qué pena. ¿Tocas música? Sí, una zampoña. Siku. Sí, Siku. Alle Leute hier in der Montagne spielen Siku. Eine sehr, sehr... besondere Art zu spielen, nicht wie die Sikus von Puno, sondern sie haben seine eigene Tonleiter und so. Ich mache das ein wenig, ne? Ich mache das ein wenig. Und, was ist gut? Ojalá que regrese nuevamente a casa. Me das tu teléfono, ya todo, ¿ya? O tu nombre, y yo vengo la próxima, pero sí, directo acá. Sí, claro. Directo así, por... chifro, en lancha colectivo, cobran 5 soles. Pero por ahí tengo que ir por, a este, ¿cómo se llama esto? No puedo, no solo de Puno, tengo que ir con el carro hasta... Sí, de Puno a Chifro también un carro colectivo, cobran 3 soles. Si vale mixta Puno... Oh, sí, nehmen den Bord nicht von Puno, weil von Puno ist zu weit weg und sie kommen zu einem anderen Ende, die ganz nah ist. ¿Cuánto rato demora el bote en venir de Chifón? ¿Cuánto tiempo? Wie lange dauert ein Bord von dem nächsten Punkt? 40 Minuten. 40 Minuten. Okay. Das ist
dices queso, chocolate. Para esta es papa tuya, ¿no? Sí. Estas, esti papa, di cartofen de así producir, scheiße. No hay perrito acá, no hay algo. No hay algo. ¿No tienes? No. No. ¿Y loro tampoco tienes? No, tampoco. No es bonito vivir así. ¿En Deutsche? Sí. ¿En Deutsche? Hier gibt es kein Scheißsteuer, kein Scheißmerkel, kein Scheißnix. Aber du hast nichts und so hast du auch nichts. Fernseher, kein WLAN, kein Internet. Da gibt es nichts. Da kommt ein Boot und das ist alles. Und Ladrones no hay acá. No hay. Y el que viene así a robar. No, no. Acá no hay. ¿No agarran a palos? No. Si vendría a palos. Y aquí en Irlanda hay un sehr strenge Gesetz. ¿No? Wenn jemand klaut oder so, die wird sofort bestraft. Gepeitscht oder irgendwas. So machen die alte Kultur. ¿Esto es tuyo de acá? Sí. This is the maíz así producido. Y el queso sí lo compran de Puno. Un señor que vende acá, que tiene vaca. De acá mismo también compran queso. Es que va el mensch, die hat hier Kühe. Pero él produce poquito queso, ¿no? Sí, poco. Sí, poco. ¿Y cuánto pedirá? ¿30 soles, 40 soles por un queso? Un queso está 10 soles. Ese tamañito, de acuerdo del tamaño. Un mes, más grande es 15, 20, hasta. Dictan, un grosso, a ver, coste, un queso sí. Coste son 3 euros, pues, 100 euros. Cuatro añitos el bebito, ¿y dónde está? Está durmiendo. Sí. ¿Y ustedes no tienen televisión? No. ¿Luz? Sí. Luz, sí, con panel solar. ¿Tienen panel solar, panel? ¿O tienen pilas? ¿Qué tanto tiene luz ustedes? Digamos que cuando hay más sol, carga más energía. Cuando no hay, poco. ¿Y cuánto les dura? Unos 4 o 5 horas. ¿Cómo? 4-5 Stunden Licht. Ajá. ¿Y bañarse con agua fría? Sí, eso sí, con agua fría nos bañamos. No. Sí. ¿Cada cuánto? ¿Cada mes? No. Y estaría yo oliendo como cuchi. ¿Die duschen sich o die baden sich mit kaltes Wasser? No. Ich habe gefragt, Schatz, was, wie lange? ¿Jeden Monat oder was? Diga. ¿Cada día? No. ¿Una vez a la semana? Interdiario. Ah, tú sí. Si baden sich ein Tag ja und ein Tag nicht. Ein Tag ja und ein Tag... ¿Pero cómo aguantan con el agua fría? ¿No calientan el agua? A vez en cuando con el sol nos calentamos y nos ponemos en paella. ¿A baldazo? Se echamos. Mit einmal baden sich. Nosotros no vamos a bañar, pero ni de vainas. Wir werden uns nicht duschen, weil es zu kalt ist. Und hier ist fast 4000 Meter hoch. Oder? Ustedes, ¿en qué trabajan en tu país? Yo soy peruano. Yo he trabajado de biología. Biólogo soy. Biólogo. Y ella es profesora. Profesora. Der fragt uns, was ich mache in meiner Heimat. Aber ich habe gesagt, ich bin Peruaner, aber ich lebe
En 2 años no fui biólogo. Pero sabes, afuera de la ciudad, draußen in der Stadt, o en anderen Ländern, en otros países, la vida no es bonita. Sí, debe ser. Mira, entonces es un ser lustige Vergleich, ¿no? Nosotros en los otros países tenemos todo. Ya. Digamos así, todo, ¿ya? Ya. Pero no puedes vivir tranquilo porque todo te cuesta. Claro. Todo. Sí. Tienes que pagar hasta por lo que respiras. Y así sabes, si en andere lenda, en Deutschland, tú mus, tú has alles, sabes bien, so alles, aber tú mus bezahlen Steuer für alles, sogar für was tú atmest. Und diese Leute hier leben autark. Sie haben nichts, sagen wir so. Sie haben kein Fernseher, kein Handy, kein Internet, kein warmes Wasser, aber sie sind frei. Frei. Mhm. Lo que yo les digo es, ustedes no tienen todo lo que yo tengo en mi casa, pero ustedes están libres. Sí. Disculpen la palabra, disculpen la palabra, nadie los jode. Allá, yo gano, digamos así, 2,000 euros, ¿no? Ya. ¿Sabes cuánto se van impuestos? La mitad. Sí, debe ser. Hay que pagar el carro, tengo que pagar el seguro de salud, tengo que pagar el seguro de esto, tengo que pagar el impuesto de esto. Claro. Ustedes no tienen que pagarle a nadie. Sí, pero ni me empezaron. Das sind die zwei Extremen. Die leben ohne nichts, sagen wir so, aber sie haben Freiheit. Ja, Muña. Ich will euch zeigen, das, was sie haben, Muña, das ist die Andean Oregano. Das ist super gut, ist gegen Bakterien und er wird mich holen, Muña. ¿Me puedes conseguir muña bastante? Sí, ya. Pero cuando puedas, todo lo que puedas. Pero yo necesito semilla de muña. ¿Cómo hago para plantarla? Semilla, más bien con sola es una planta. Ya, pero en bolsita. Sí. Pero si se me muere. No creo. Como está acostumbrado de frío, no creo que se muera. Acá. Con pero... un hierro de este te llevas. Pero yo necesito... Solo envía a Riskir su nombre en el Francia como muña. Para si saben, si dicen este hijo. Entonces, para mañana te lo alisto, esa muña. Las plantitas, pero no hay semilla, ¿no conocen? No, semilla no. No hay, solo crece por la raíz nomás. Ah. ¿Es como una papa? No es como una papa, pero de raíz nomás se crece. Cuando cortamos, de ahí nomás otra vez se crece. ¿De qué es un peso de ¿Quieres muña? ¿Más muña? ¿Te lo cojo? Ahorita no, pero para llevarme, sí, todo lo que tengas. Ya, ya. Para secar. Ya, ya, ya. Y 2 plantas de muña. Ya. ¿Tú me dices ya cuánto es? No se preocupe. Pero ¿sabes qué? Es triste realmente que... Bueno, yo creo que lo que no debe faltar es doctor, vas a Snig, Ferenmus, es art y colegio, ¿no? Y Schule. Sí. Pero, ¿qué aprenden los niños? ¿Qué libros tienen? Nada. Digamos... Hay cursos, diferentes cursos. Ya, pero ¿con qué aprenden? Hay libros, pero eso le dan a cada uno de los alumnos de aprende. ¿Y el libro de quién es? Es del Ministerio de Educación, del gobierno que nos manda. En el colegio mismo hay eso. Y eso le da a cada uno de los alumnos, y eso hasta el fin del año, después se lo devuelven también. Die Regierung gibt oder leiht Bücher, so wie sie können, aber ich glaube das nicht, dass die Kinder lernen. Aber die Sache, was ich denke, ist, die Kinder sind untergebildet hier, weil es fehlt viel Geld für zu bezahlen Lehrer, die kommen hier. Die Krankheiten, ¿Padecen los niños algo? Sí, agarran. Sí. Por ejemplo, en mes de mayo es una temporada más fuerte el frío. En mayo, ¿qué dice? Si tiene Krankheiten, padece sehr, sehr starkes Kälte. En esta temporada es bajo 0 el grado. ¿Sí? Sí. En mayo, vete es 0 grado. ¿Y qué enfermedades le da al niño? Ahí le agarra. Tos, gripe. Más que todo el tos y el gripe nos agarra a los niños. ¿Y el qué? ¿Tú no sé eso? ¿Y cuántos? ¿Y mueren niños? No. No. Pero sí unos cuantos, pero no mucho.
tos y gripe, eso es un poco difícil, ¿no? Sí, más que todo por el frío. ¿Bajo cero? Sí. ¿Significa que no plantan nada? Sí, en esta temporada no. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos en mes de mayo, junio, julio. Hasta agosto, septiembre, martín, ya sembramos. Von Mai bis August, sie pflanzen gar nichts, weil es zu kalt, und sie fangen an wieder en septiembre. O sea que ustedes tienen que juntar todo lo que puedan para poder pasar esos meses. Sí. ¿Y ahí qué haces tú? Porque ya significa que tú no haces nada de tierra. Ahí estamos así nomás acá. Sí, hasta que llegue la siembra. Sí. ¿Y todo eso a mano? Todo a mano. Si ya me caen machines y es imaginar este rango. Tenemos ese tamaño de herramientas con esto. Chaquitague. No, esto nosotros le decimos laucana de quechua. ¿Raucana? Sí. ¿Es como una pala? No, es como un pico. Uh-huh. Sí, pero son chiquitos. Sí, benutzen alles, aber per hand. Da gibt es keine Maschine hier. Qué bravo. Y que le dan en el kelte, pero sí que tienen carne de vitamina C, ¿no? Sí, ¿saben qué? Citrones. No comen cítricos, no comen limones, no comen nada de eso, señora. Mango. Sí, los compramos a veces. Solo limón. Limón. ¿Cuánto cuesta el limón? Si kaufen citrones. Para el limete. Está 3 por 1 sol. 3 por 1 sol. Das ist ungefähr 20 Cent. 3. ¿Cuánto los mangos? Ya te ves que acá no hay mangos, acá no hay chirimoyas, acá no hay frutas. ¿Y frutas? No, no hay frutas. Un fruste que te sigue canes. Los niños no comen frutas. Zucal. Solo compramos unos cuantos para los niños, para que coman. Pero acá no produce fruta. ¿Granadilla tampoco? Granadilla sí. Pero unos cuantos personas tienen, no para todos. Sí, yo pensé que vas, fijáis, granadilla. Ven y yo lo voy a dejar en las. Uy. Tengo granada. ¿Tú sabes qué es? ¿Tú aufmachst und da schaust du so? Uh-huh. ¿Y pescado no come? Pescado sí, pescamos. Del lago. Pero chiquitos nomás. Chalua. Chalua, sí. ¿Nada más? Isqui también es tamañito. Oh. Also, die kriegen hier. Was es ist der Chalwa und der Ispi, das sind die einheimischen Fische, die jetzt ganz kaputt geworden sind wegen der Forelle und einem anderen Fisch von Argentinien. Und Ranas no kommen. Ranas no. No kommen. Das sind noch keine Fische. Doch, pero entonces no comen mucho, o sea, lo que comen de pescado, ¿cuántas veces era? ¿Una vez al mes? Sí, algo así. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a pescar a Pampa, ¿no? Al fondo. No. ¿Por qué allá? ¿Por qué no acá? Para acá no hay. ¿No hay? No hay. Oh, si müssen en el bestimmte Ort gehen zu fischen und sie essen Fisch einmal de Monat. ¿Y qué hacen? Timpu. Sí, así. Und sie machen Suppe von Fisch. Timpu. A los niños damos Timpu. A los niños le dan el Timpu. Zu den Kindern geben sie diese Timpu. Das ist eine Suppe gemacht aus dem Fisch von den Titicacas. Ajá, los niños comen el tiempo. Bueno, uh-huh. Y pero eso sí, aves no cazan, patos, chocas. No cazamos. Sí, sí, ya en keine Vogel. Eso está bueno, entonces es good, ¿no? Nicht en Scheiße, así unos machen. ¿Con Vogel? ¿Was meinst du Vogel? Vogel von Titicacas. Da gibt's Enten, da gibt's Blashunde, Huhn. Das essen die unos. Ah. Aber die nicht. Gracias, estaba riquísimo. Sí, déjame tu nombre y la próxima vengo con cosas para tus ñaños. ¿Ya? ¿De verdad? Ya. ¿Qué es lo que necesitas? O sea, ¿qué es lo que falta aquí en Taquile? Amantaní. Sí. En Amantaní. ¿Qué a ti? ¿Sabes, señor Carlos?
Quiero que seas un padrino de mi hijo. Sí, mi quiere... paten más von San Kind. ¿Pero qué necesitas? Sí, como te cuento que necesitamos acá, no hay trabajo, nada. Hibs kein Arbeit hier. Pero no te voy a decir nada, ¿no? ¿Pero qué es lo que hace falta aquí? ¿Qué le falta a tu familia? ¿Was braucht deine Familie? Sí, ahí acá necesitamos de todo un poco, así ropas. Sí, brauchen Klamotten. Es falta la economía, ¿no? Dicen que él, su kaufen Schuhe, pero si benutzen no so. Sí. ¿Ya qué más? De todo, pues siempre nos falta, estás viendo, si no hay trabajo, nada, entonces siempre nos falta. En mayo, Hatsi Mija Angelada, en mayo me está invitando para ser padrino al chico. A ver, tengo que ir, pues, en venir en mayo nomás. ¿Qué voy a hacer ya? Sí. ¿Ya? ¿Y con cuál? ¿El chiquitito? Sí, el chiquito que ya tiene 8 meses. ¿Cómo se llama chiquito? ¿Fijáis de Kleine? Beckham. ¿Beckham? Sí, Beckham, Julia Anarico. Julia Anarico. Sí. Ya, ¿qué más? ¿Alguna cosa más que necesitas? Eso como te cuento todo, ¿no? Ya. Sí. Ya pues, vamos, hermano, vamos. Sí. Ya pues. Está bonito tu hijo. Buenas. Hola. Kartoffeln, die heißt Oka. Este es un tipo de papa que se llama Oka, dulce. Y allá está la quinoa. Y anda, es la quinoa. Miren, es la quinoa. Das ist ein Specht von Südamerika. Colotes rupicola. ¿Tú? Sonia. Tú tenías 2 niños, ¿no? Uno era de 4 años. No, antes tenía uno nomás. ¿4? Sí, 4. Tú hattest ein Kind 4 Jahre alt. ¿Qué pasó? Sí, enfermo. Wurde krank. ¿Y qué le dio? ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el que hat? Gómito, diarrea, fiebre. Hat abge gekotzt, dann hatte Fieber und dann Durchfall. Ja, ¿y qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuvo así? 3 días. 3 días. ¿Y después? No apareció. ¿Pero que tú lo llevaste allá o murió acá? No, en Puno. A punto de ir a... Estábamos a Puno. En el muelle esperando la lancha. ¿Ahí murió? Sí, ahí murió. Quiere llegar la lancha. Si volten y bringen nach Puno, su ein Arzt, und beim Warten an dem Boot ist er gestorben. O sea, pero ustedes no le llevaron al doctor antes. Sí, lo llevamos. ¿Y qué dijo el doctor? Sie haben ihn gebracht zu den Arzt. Und was hat er gesagt, habe ich gefragt. Nos ha dado sus medicinas para que tome, para diarrea, yeah. Para todo, pero... Hatte gegeben Medizin gegen den Durchfall, gegen diarrea, ¿para qué más? Para fiebre, für die Fieber und für den Kotzen. ¿Y? No ayudó. No ayudó. Hat nicht geholfen. Für nichts. ¿En cuánto tiempo se murió el bebé? ¿Cuánto tiempo se ha muerto? ¿Hace cuánto tiempo? En 2017. Te es gestorben vor 2 Jahren, 2017. O sea, el doctor te dio medicinas, pero no le ayudó. Sí. De una Arzt hat ihn gegeben Medikamente, no es el nicho juego. Estábamos a punto de llevar a Puno y allá fue así. ¿Abajo o acá? En el muelle. Si volten ihn bringen in ein Boot und... El niño es que estaba en el Hafen. ¿Ya no hablaba?
Taki Amantani. Das ist sechs Uhr morgens, 6 de la mañana en Amantani. Sie haben gehört die Geschichte von Wilber und seiner Frau. Wilber wollte mich nicht die Wahrheit sagen, weil das hatte ihm sehr traurig gemacht und deswegen hat er mich nicht erklärt oder gesagt, dass er hatte nur einen und der andere ist gestorben. Ja, welcher Vater will wirklich zugeben oder realisieren, dass seine beliebste Kind gegangen ist. Liebe Leute, das war die Geschichte. Sie hören jetzt wahrscheinlich Lieder von dieses CD. Ich will nur euch kurz sagen, bevor wir abschließen das. Ich werde fliegen ungefähr im September. Werde ich bringen Sachen für Wilber, für den Kind von Wilber und auch Geld, dass wir können bezahlen der Taufe. Ich werde mit denen ein bisschen teilen und bleiben da eine Woche vielleicht. Wer Interesse hat zu kommen und zu leben autark eine Woche in der Amantani-Insel, es wird nicht so teuer, weil teuer zu bleiben in der Insel ist nicht. Was teuer ist, vielleicht die Flugtickets und wer will etwas anderes sehen. Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch mich unterstützen kann oder Wilber unterstützen kann mit gebrauchten Sachen für dieses Kind. Und wie ich gesagt habe, was ich höre jetzt gerade, ist diese CD. Diese CD heißt Chaupin. Chaupin heißt die Mitte. Ich habe genannt diese CD die Rückkehr zu unseren Vorvätern oder zu unseren Wurzeln. Diese CD ist ein großes Projekt, das ich habe, um die Geschichte Perus und die Kultur in Perus und ihre Musik zu zeigen in Europa. Mit Ausstellungen von Instrumenten Perus, mit Vorträgen zu der entsprechenden Jahreszeit werde ich eine bestimmte Art sprechen, mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen, das wir werden bekannt geben, mit auch ein Konzert, wo wir werden zeigen, jede Kultur, welche Instrumente sie gespielt haben und welche, wie es aussieht, welche Tempels und was sie gelassen haben. Das alles mit dem Ziel für die Kinder von Peru ein bisschen Freude zu bringen. Das heißt, am meisten werden wir das Geld geben für diese Kinder in verschiedenen Orten in Peru. Einer von denen ist Amantani und Puno. Und dann vielleicht in Tief Cusco und in Huaraz und andere Orte. Liebe Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das ist ein interessantes Interview über diese Insel und die Leute, die leben da. Und ich wünsche mir, dass Sie uns folgen weiter und dass Sie uns auch mit euren Kritiken und Kommentaren uns bereichern können. Wir wachsen und wachsen. Wir haben 7 Kanäle. Leider die anderen Kanäle sind auf Spanisch. Wir sprechen über Kulturen, über Archäologie, über Musik, über Problematik in Peru und so weiter und so fort. Und selbstverständlich über Natur, Schamanismus und diese ganzen Sachen gemischt, weil Archäologie kann nicht ohne Schamanismus geklärt werden. Mindestens in Peru. Liebe Leute, vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Und bis das nächste Mal.